So, ich möchte Sie begrüßen zu einem Video, das wieder eine Zuschauerfrage behandelt. Ich habe vor einer halben Stunde ein Mail bekommen von einem Benedikt Töppelhain. Er sagt, er hat eine Aufgabe in der Kinematik, die er nicht versteht. Ich habe ja auch eine Kinematik-Playlist erstellt. Und da ist die Aufgabe, bei einer Anfangsgeschwindigkeit von 72 Stundenkilometer wird ein Wagen auf einer Strecke von 0,22 Kilometer während einer Zeitdauer von 10 Sekunden beschleunigt. Berechnen Sie die Beschleunigung und die Endgeschwindigkeit. Wie geht man hier vor? Tatsächlich, im ersten Moment denkt man, das ist furchtbar einfach, aber man muss sich doch ein bisschen überlegen, wie es geht, wenn man da die Daten mal anschaut. Wir haben ja die Anfangsgeschwindigkeit gegeben, die schreiben wir am besten gerade hier oben in Meter pro Sekunde, das sind 20 Meter pro Sekunde. Auch hier würde ich sofort Meter draus machen, das sind 220 Meter. Da haben wir mal vernünftige Zahlen, die 10 Sekunden können wir lassen. Ich empfehle in so einem Fall eine Zeichnung zu machen, wo man zum Beispiel das Geschwindigkeitszeitdiagramm mal skizziert, so mit den Daten, die man jetzt kennt hier. Da steht ja die Anfangsgeschwindigkeit, die ist 20 Meter pro Sekunde. Da steht eine Zeitdauer von 10 Sekunden. Es lohnt sich sicher, wenn wir das mal einfach skizzieren, was damit gemeint ist. Also hier ist die Geschwindigkeit und hier die Zeit in Sekunden. Das heißt, wir haben nach 10 Sekunden den neuen Zustand und am Anfang haben wir eine Geschwindigkeit von 20 Meter pro Sekunde. Also er startet quasi hier bereits mit dieser Geschwindigkeit und fährt dann, wenn man jetzt nichts machen würde, wenn er jetzt nicht beschleunigen würde, würde er hier einfach so weiterfahren mit der Geschwindigkeit. Und da kann man mal schauen, wie weit kommt er dann an, wenn er es nicht beschleunigen würde. Und diese Strecke ist ja immer gerade, also die zurückgelegte Strecke ist immer die Fläche unter der Kurve, unter der Geschwindigkeitszeitkurve. Das ist so ein Gesetz aus der Kinematik. Also im VLT-Diagramm kann ich mit der Fläche unter der Kurve ablesen, wie weit er kommt. Und mit der Steigung der Kurve kann ich ausrechnen, wie die Beschleunigung ist. Geschwindigkeitsänderung pro Zeit. Jetzt, wenn wir hier 20 Meter pro Sekunde haben, während 10 Sekunden, haben wir also 20 Meter pro Sekunde mal 10 Sekunden als Fläche, das sind 200 Meter. Es steht aber hier, dass er da dank der Beschleunigung eine Strecke von 220 Meter zurücklegt in diesen 10 Sekunden. Und das soll da gleichförmig beschleunigen. Gesucht ist diese mittlere Beschleunigung. Und das heißt, er wird jetzt schneller. Und beim Schnellerwerden geht es da irgendwie nach oben, nicht wahr? Die Geschwindigkeit. Und jetzt sagt ihm die Aufgabe, dass er dann insgesamt 220 Meter mit der Beschleunigung zusammen zurücklegt. Wenn wir das jetzt anschauen, dann sehen wir, das Orange ist 200 Meter, das Grüne ist 220 Meter, da bis nach unten. Die Differenz davon ist das, was dank der Beschleunigung zustande kommt. Das sind dann hier diese offenbar 20 Meter, die er da zusätzlich zurücklegt. Das heißt, die Fläche hier, die rote Fläche, die muss 20 Meter beinhalten. Jetzt ist das eine Dreiecksfläche. Bei Dreiecken wissen wir ja, dass die Fläche Grundseite mal Höhe durch 2 ist. Die Höhe kennen wir nicht. Wir wissen ja nicht, wie schnell er sich da bewegt am Schluss. Das ist ja gesucht. Aber wir wissen, wie groß die Fläche ist. Also Grundseite, das sind die 10 Sekunden, mal die gesuchte Höhe, das ist irgendwie Delta V oder so, das ist sogar der Geschwindigkeitsunterschied, durch 2, das muss zusammen 20 Meter geben. Also, wenn wir hier schreiben, 10 Sekunden mal Delta V durch 2 ist 20 Meter. Das heißt, wir haben hier noch 5, 10 durch 2 ist 5, wir können das in Üben multiplizieren, dann haben wir hier also Delta V. Delta V ist 20 Meter durch 5. Durch 5 Sekunden, das sind dann 4 Meter pro Sekunde. Das heißt, wenn er hier 20 Meter pro Sekunde schnell war, dann ist er nachher offenbar am Schluss 24 Meter pro Sekunde schnell. Das ist die eine Antwort. Und die Beschleunigung ist ja Geschwindigkeitsänderung pro Zeit. Geschwindigkeitsänderung ist 4 Meter pro Sekunde. Die Zeit ist 10 Sekunden. Also Delta V durch Delta T, das wir mit A bezeichnen, ist 4 Meter pro Sekunde durch 10 Sekunden.
Das sind 0,4 Meter pro Sekunde im Quadrat. Das ist die Aufgabe von Herrn Tröppelhain. Das ist tatsächlich eine Aufgabe, die man am besten geometrisch löst und nicht mit den Formeln. Da muss man immer überlegen, wenn man die Formeln einsetzt, ja, was ist jetzt da genau, V0 und so weiter. Ich finde, so sieht man genau, was los ist, was Sache ist und kann auch die Resultate daraus geometrisch ableiten. Prima, das wäre für Herrn Tröppelhain.